Mysteriöser Fund im Sand. Diese Kugeln an den Stränden von Sydney und Umgebung geben Rätsel auf. Handelt es sich hier etwa um Alien-Kot? Oder stammen die Kugeln von unbekannten Meerestieren? Woher die merkwürdigen schwarzbraunen Kugeln kommen, weiß keiner genau. Doch sorgen sie dafür, dass die Strände gesperrt sind. Anwohner sind besorgt. Auch die Behörden sind alarmiert. It is still under active investigation. We have sent off for preliminary testing. What we've received is it involves some form of hydrocarbon. What I will say is that we'll be working very hard to have this situation resolved as quickly as possible and to have our beaches clean. Erste Untersuchungen zeigen, dass es sich hierbei nicht um Alien-Kot handelt. Offenbar sind es Teerkugeln, Klumpen aus Öl und Schutt, die sich im Wasser gebildet haben. Die Anwohner haben weiter Strandverbot. Offenbar mehren sich die Hinweise auf eine Umweltverschmutzung. An den gesperrten Stränden arbeiten jetzt spezielle Aufräumtrupps an der Beseitigung der schmutzigen Teerklumpen.